Die Einfahrt zum Hafen Eppeltorf ist erreicht. Das war ein heißer Ritt mit stürmischem See. Aber hat alles gut geklappt. Jetzt schaue ich noch, dass ich einen schönen Liegeplatz finde. Das wäre das Tollste. Und dann freue ich mich gleich auf ein lecker Anlegerbier. . 2019 war mein skandinavischer Sommer. Die Reise der Bidewind führte mich bis ganz hoch in den Norden in die schwedischen Schären. Sei dabei, wenn ich durch die dänische Südsee, über Samsö und Anholt durch das raue Kattegat bis nach Marstrand segel. Erlebe die Strandung der Bidewind in einem Sturm und freue dich mit mir über herrliche Ankerbuchten und lauschige Abende im hellen Sonnenschein. Tauche mit mir ein in die faszinierende Welt der schwedischen Schären. Gute Navigation ist hier unerlässlich, um zwischen den vielen Inseln und Riffs einen Weg zu finden. Das Wetter war teilweise recht rau diesen Sommer. Umso mehr freute ich mich dann abends auf einen ruhigen Ankerplatz. Von Skagend aus kommend segelte ich Kurs Süden. Mittlerweile hatte ich die Hafenstadt Grenaa erreicht. Es hieß die ganze Zeit aufzukreuzen gegen einen Südwestwind. Gleich 9 Uhr morgens, wieder unter Segeln. Ich verlasse Grenaa, den ungeliebten Hafen. Es soll heute die 30 Seemeilen nach Eppeltorf gehen. Allerdings, der Wind kommt natürlich wieder genau von vorn aus Süd. Das heißt, ich werde wohl gleich wieder ordentlich aufkreuzen dürfen. Heute Nacht hat es ordentlich geregnet und auch jetzt ist es noch nicht ganz so klar, wie das Wetter sich entscheiden wird. Ich habe vorsichtshalber ins Großreff 1 schon mal eingebunden, damit ich nicht irgendwie doof überrascht werde. Die Genua kann ich ja schnell jederzeit verkleinern und vergrößern, das ist ja ganz praktisch. Ja, jetzt läuft es erstmal noch hart am Wind ganz gut. Ich habe jetzt allerdings auch noch ein Südostkurs, gleich muss ich ums Eck, dann auch auf Südwest und dann, ja, dann heißt es wie so ein mühsames Aufkreuzen, 20 Seemeilen lang, bis ich dann um die Ecke rum muss, in die Bucht von Eppeltorf rein. Noch nicht so ganz klar, ob da in den dunklen Wolken hinten was drin steckt. Zumindest baut sich langsam ein bisschen Welle auf. Bidewind ist mit 29 Fuß ein recht kleines Boot. Heutzutage sind die Boote wesentlich größer und insbesondere im Heck auch wesentlich breiter. Die Bidewind misst dort nur 2,75 Meter und das ist ideal beim Segeln. Das Cockpit ist so klein, dass ich mich mit den Füßen auf der Sühlwand abstützen kann, sobald die Bidewind Schräglage hat. Ich sitze dort gut verkeilt, auch bei Wellengang. Und Wellengang sollte es gleich noch mehr als genug geben, denn der Wind nahm stetig zu. Es war im Prinzip immer das gleiche Spiel. Morgens lief ich bei Flaute oder Schwachwind aus, mittags hatte ich schönen Segelwind und spätestens nachmittags herrschte ordentlich Hack und es kamen Unwetter und Sturmböen auf. Also rechtzeitig im Hafen ankommen war gefragt. Als hätte ich es schon geahnt. Der Wind hat ordentlich aufgefrischt. Angesagt waren ja so 12 Knoten Wind. Ich habe jetzt zwischenzeitlich einen stetigen Wind von 18 bis 20 Knoten gehabt, in Böen eben 23. Ja, und da habe ich mir gesagt, nun wird es mir zu blöd. Bin kurz unter Land gelaufen, wo ein bisschen weniger Welle ist und habe das Groß runtergeholt, Reff 2 eingebunden und jetzt ist Schicht im Schacht mit Reff 2. Und leicht eingekürzter Genua fahre ich jetzt mit 5,5 Knoten, ganz ruhig und entspannt. Und wenn jetzt Böen kommen, 22, 23 Knoten, stört mich das auch nicht. Perfekt. Thank you.
täglich grüßt das Murmeltier. Es geht wieder los. Hack es angesagt. Geschafft. Das war ja eine harte Nummer. Um das Eck bin ich jetzt rum. Kann Eppeltorf anlegen. Hat ganz schön aufgebriest. 23 Knoten waren das zwischendurch. Und viel schlimmer, hier an dieser Ecke ist eine tierische See, die hier steht. Die Biedewind hat sich richtig festgestampft. Aber jetzt ist, glaube ich, das Gröbste rum. Ich kann jetzt ganz gut gleich auf halben Windkurs gehen. Bin dann ums Eck. Ja, und dann ist erstmal gut mit Kreuzen heute. Ich hoffe, dass ich einen guten Anleger hinkriege. Und dann gibt es erstmal ein nettes Bier und dann schaue ich mir den Ort an. Kitesurfer sind immer wieder faszinierend zu beobachten. Doch für Segler bedeutet dies was anderes. Dort, wo Kitesurfer sind, ist meistens Flachwasser. Und direkt vor Eppeltorf ist eine riesige Sandbank mit nur 60 cm Tiefgang. Definitiv herbstlich und unbeständig geworden, das Wetter. Auch die dänischen Häfen sind inzwischen leer. Die Schulferien in Dänemark gehen wohl 2-3 Tagen zu Ende. Und das ist deutlich zu merken. Es ist einfach nichts mehr los, tote Hose. Die Imbisse und Restaurants machen schon um 5 zu. In Eppeldorf liegt die historische Fregatte Jütland zur Besichtigung. Das rar getakelte Vollschiff konnte aber auch mit Dampfmaschine angetrieben werden. Mir kann man es aber auch nicht recht machen. Mal sind mir die Häfen zu voll und jetzt war er mir zu leer. Na wie auch immer, ich machte mich wieder auf den Weg Richtung Aarhus. Es hieß, aus der Eppeltorfweg hinaus zu kreuzen. Natürlich wieder gegen an. Déjà-vu. Schnell war die Halbinsel Hirgenes abgesegelt und das Leuchtfeuer Sletterhage voraus. Ich weiß ja nicht, ob ihr euch das so vorstellen könnt, wie das als Einhandsegler so ist. Naja, jedenfalls ab und an bekommt ein grad beim Rauschen der Wellen mal ein Bedürfnis und man muss unter Deck. Gut, dass man dann einen Autopiloten hat. Aber auch das alleine reicht nicht aus. Mir fehlt dann immer die Ruhe, weil ich nicht weiß, was passiert oben, kommt ein Schiff entgegen. Naja, und so stürze ich dann immer ganz schnell wieder nach oben aufs Cockpit. Und ja, wenn ihr das jetzt unter euch behaltet und auch nicht weitererzählt, manchmal auch noch mit halb hochgezogener Hose, weil einfach die Zeit fehlt. Und erst nach einem kritischen Blick in die Runde tüdel ich mich dann wieder komplett an. Meine Sorge ist nicht ganz unbegründet, denn in der Aarhusbucht verkehren Highspeed-Fähren. Diese erreichen Geschwindigkeiten bis zu 30 Knoten, sind als Katamaran gebaut und wenn man dazwischen kommt, bleibt nichts über. Gerade bei Highspeed-Fähren hilft der Kollisionsalarm des AIS-Systems. Punktlandung.
Gegen Mittag kam der Hafen von Aarhus in Sicht. Ich hatte es rechtzeitig geschafft. Meine Freundin Hilde und Roswitha würden erst am nächsten Tage eintreffen und ich hatte genügend Zeit, das Boot zurechtzumachen. Aarhus in Sicht. Bin in einer halben Stunde da. Mach dann schön Anleger. Früh am Nachmittag. Kann auch richtig mit dem Tag was anfangen. Vermutlich Boot klarieren. Morgen kommt ja Besuch. Und dann geht's zu dritt weiter. Ich tapper jetzt gerade durch Aarhus. Bisschen was zum Essen einkaufen. Ein bisschen die Stadt anschauen. Und bin ein bisschen genervt von dem Wetter. Gerade mal die Vorhersage geschaut für die nächste Woche. Samstag, Sonntag, Starkwind 25 bis 32 Knoten. Dienstag, Mittwoch wieder. Oh Mann, so kann das ja nichts werden. Wenn ich schon mal Gäste an Bord habe, dann will ich die ja nicht bei Windstärke 7 durch die Ostsee schippern. Schon gar nicht über das mir unbekannte Kattegat mit diesen biestigen Wellen. Na, wir werden mal schauen, was wir machen. Ob wir uns irgendwo schön einwehen lassen. Naja, erstmal müssen die morgen ankommen. Ich habe gerade die Biedewind klariert, Kojen für die klar gemacht, bin selber umgezogen, bisschen rein Schiff machen, mit Frauen an Bord. Das ist dann ja doch ein bisschen was anderes. Na, ich bin mal sehr gespannt, wie es denen gefällt. Für die nächste Woche ist ein Starkwind, Tiefdruckgebiet nach dem anderen angesagt. Und ich habe schweren Herzens beschlossen, die wunderschöne neue Genua abzuschlagen, um sie gegen die kleinere Fock auszutauschen, von der ich mir erhoffe, dass sie dann bei Starkwind an der Kreuz ein bisschen besser steht. So, nicht perfekt, aber besser als nichts. Tja, und gerade so zusammengelegt, noch nicht mal reingestopft, da fängt es schon wieder an zu regnen. Scheiße. Im Stundentakt zogen Regengebiete mit Schauerböen durch. In 2 Stunden sollen Hilde und Rosi kommen und wollen mit mir mitsegeln und fragten eben an, wie denn das Wetter ist. Tja, was soll ich denn da antworten? Wenn die Sonne scheint, ist es schwül und warm. Und dann wieder fängt es an zu regnen, der Wind pfeift durch Masten und Saalinge. Im Hintergrund hört man Gewitter. Und es wird richtig, richtig eklig. Tja, wir stecken mitten in der Warmfront. Na, warten wir mal ab auf die Kaltfront, dann wird's noch lustiger. Das Wetter macht mir irgendwie einen Strich durch die Rechnung. Mir geht ein Regenschauer nach dem anderen durch. Ich bin jetzt zwar frisch geduscht und alles, aber ich will doch nicht gleich schon wieder nass werden. So ein Shit. Das Wetter geht mir echt auf den Sack. Prost! Prost! Gold. Schön an Bord zu sein. Auf die Reise. Wir freuen uns. Nach 4 Wochen Einhandsegeln ist das Einsiedlerleben zu Ende. Wenn dir mein Bericht gefallen hat, schenke mir ein Like. Und wenn du interessiert bist, wie die Reise zu dritt weitergeht, dann abonniere meinen Kanal und sei gespannt auf die weiteren Abenteuer der Biedewind.